Jetzt ein bisschen laut wird, erzähl mal, was hast du denn da so verbaut? Ist das jetzt Styropor? Der Rumpf ist Styropor, das ist ein spezielles, feinkörniges Styropor, das heißt Xporit. Und die Flügel sind aus demselben Material, aber überzogen mit Balsaholz, 1,5 mm, einem Papier darüber und Nitrofarbe, die ist speziell leicht und deckungsstark. Das Modell hat 12 Kilogramm, ist 3,5 Meter lang, ebenso ist die Spannweite 3,5 Meter. Gebaut habe ich sie vor 20 Jahren. Nein, nicht? Ja, damals, im 89 kam ja der Original Antonov genau mit dieser Bemalung, mit dem Buran obendrauf, nach Le Bourget an die Airshow. Und das war ja die große Überraschung für den Westen, dass die Russen da plötzlich so große Flugzeuge bauen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich dann entschlossen, das zu bauen, hatte aber nur eine A4 Dreiseitenansicht. Das hat gereicht. Sie ist nicht ganz scale, aber doch ziemlich im Maßstab 1 zu 25. Mit wem haben wir heute die Ehre? Mein Name ist Hans Bühr. Ich komme aus der Gegend von Zürich. Ich bin 75 Jahre alt und meine Frau ist die Chefmechanikerin Vreni Bühr. Genau. Danke dir. So, wir sind jetzt gerade am Vorbereiten von Rattenhof, von der Buran und es geht in jedes Punkt die Extravation. Bei dem leichten Seitenwind, der leider ein bisschen zunimmt, dann eine 100%ige Performance liefern, aber ich denke, das wird klappen. Dass wir uns dann besser anpacken und splitten. Und wir hoffen, dass alles gut klappt. Vreni wird dann ein paar Sekunden daraus Zeichen geben, wenn das Rausblinkenfest für Scheitern und Lösungen an den Schützen gibt.
Sachen hat, wo man mal viel probiert, seltene Sachen hat, ohne wieder anzukommen.
比我的 Wonderful.